Are you there, my girl? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. Die Beine in die Hand nehmen. Ja, der Kiefernwald ist ja schön, aber die Tiere, ich komme mir vor wie Bambi hier. Alle Tiere mit mir, bei mir. Ist ja schön. Schnell hoch hier. Oh, die Sau mich verfolgt. Das mit dem Klettern haben wir mittlerweile raus, ne? Und jetzt da, ich kann auch hier. Ich gehe erstmal hier. Ja, ihr seht schon, wir sind wieder aktiv. Wieder mitten im Gebirgen Kiefernwald immer noch. Und anscheinend sind hier mit unter die meisten Toten, würde ich behaupten. Weil es uns immer wieder hier in solche Ecken vertreibt. Vertreibt auch das. Hintreibt natürlich. Sind wir vorsichtig geworden. Kommt im Alter. Jetzt haben wir jetzt wieder in meinem alten Gebiet, aber es sieht nicht so aus, weil da ist ein Holztrippe und dies, das und die habe ich vorher nicht gesehen und gekannt. Ist halt geil, kannst du da sagen, was du willst. Jeez, someone sneezed while on her period. Alter. Ich werde auf einmal lachen, wenn hier einer reinkommt. Und mich abmurkst. Da. Dokument. Angesichts der zunehmend häufigen Wolfssichtungen und Angriffe werden Giftköder, als ich jetzt Maßnahmen um das Wald aber da verteilt. Das folgende Rezept auf ausschließlich Verwächte vorbereitet werden. Hier unbefugte Nutzung mit strengen Zutaten für einen Köder. 10 schwarze Tollkirschen, 5 gelbe Fliegenpilz. Pulver, eine Dose für 50 Futter, am besten Fleisch, je nach Bedarf. Und wieder dieser Stier. Ich meine, die haben wir auch. Die Dose nehmen wir nämlich mit. Ich ahne, dass die gebraucht wird. Was bist du? Meditasche. Schmetterling. Ich dachte, was liegt da schon wieder für ein Mist? Vieh. Trinken. Sanitätstasche. Sehr wichtig. Also, ihr Wolfsproblem ist hier noch. Da oben war ich. Das ist doch, wo ich nicht runterkam. WT. Du the F. Im Feuer. Also die Ecke. So, gut, dann kann ich eigentlich. Das ist das Lager. Ich hätte ja runter, wo ich hier runterspringen wollen würde. Soweit bin ich durchs Gebirge gegangen, Alter. Alter. Okay, gut. Dann hätten wir das auch. Gucken wir mal hier um die Ecke. Wo es hier noch weiter geht. Quer durch die. Ah, ein Safe Room, ne? Lol. Ich kann Schnellreise machen. Zwischen so vielen Orten? Sind die Katakomben. Die sind verbunden, die Katakomben.
keiner gesehen. So, dann gehen wir mal ab die Richtung. Da hinten. Muss gucken, dass er hier nicht rumläuft und mich verwichst. Ich meine, ich könnte ihn killen mit der richtigen Waffe, aber... Ich sehe keine richtige Waffe in meinen Händen. Das wäre auch so einfach gewesen, wenn ich jetzt hier schon durch wäre. Also da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, da war ich auch sehr, sehr naiv. Sehr dumm. Oh. Was ist das da für eine Finca? Zum Brunnen, ich muss irgendwo da ganz weit hinten wieder hin, ne? Die Männerfarm. Aufkommen zu erkunden Sie die Männerfarm. Ja. Auf mich! Guter Stoff. Das Haus am Strand kommt noch. Oh shit. Hm. Los. Schnauze. Jo, danke, ich verstehe dich, Schweinchen, Babe. Das Brett geht nicht weg. Okay, ich habe schon Tiere gehört oder irgendwelche Monster oder irgendwen. Also, das wird kein Spaziergang. Wahrnehmung ist da auch ein bisschen am Poppes. Da hinten geht einer. Das ist ein anderer Weg. Ja, von oben runter. Von oben runter. Von der Seite aus gibt es nichts. Na, ich guck mal, ob ich auf den Berg hoch kann. Schlagstock. Muss geiler sein. Er hat jetzt nochmal keinen Schlüssel bei sich, was natürlich kurios ist für einen, der davor bewacht. Ei. Yeesh. It doesn't look like they brought him out here for a tan. He's bruised black and blue. Man hat ihn grün und blau geschlagen. Rohstoffkapazität erhöht. Ja, wir surviven Stück für Stück. Sind doch alle gestört, seid ihr doch hier auf der Insel. Yeesh. It doesn't look like they brought him out here for a tan. He's bruised black and blue. So. Dann gehen wir mal von hier oben und vielleicht runterstützen. Aber ich kriege wahrscheinlich wieder heftigen Fallschaden, ne? Okay, das ist wieder so ein scheiß Köder. Ein lieber Hund. Bin tierlieb. Tierlieb! Hör mal! Müsste ja die Katze durch den Stream werfen. Das ist Meta. Das ist der Shit. Da hinten. Vielleicht reinsliden. Sonst sind wir da Fallschaden leider etwas sehr hoch. Halleluja. Halle am Arsch. Interior Sanctum on Razazav. Ah!
Stoff. Achso, ich dachte, er gibt einen Schlüssel wenigstens oder sowas. Das war meine Hoffnung gerade so ein bisschen. Langweilig. Ja, scheiße. So an sich ist ja hier reinkommen gut gedacht, aber... Das ist eine Höhle. Was hab ich hier schon wieder... Ja, hier komme ich rein wegen den Steinen. Das haben die mit Absicht gemacht, die Schweine. Okay, Schweine, ja. Uah. Irgendwas habe ich wieder übersehen, ne? Scheiße. Irgendwas habe ich wieder übersehen. Hier, neu gemacht. Ruhig. Wuch. Ist vielleicht ein Tunnel von außen? Nee. Scheißdreck. Gibt doch keine sonstigen Wege hier rein. Oh lol. Manchmal bin ich zu dumm zum Spielen. Ist auch schon wieder jemand tot. Yuck, his head's been smashed in. Weiß gemarkert natürlich. Als Hilfe, weil. Huch, Alter, leckt ein bisschen hier. Ich weiß schon, was da oben los ist. Da, ja. Okay, da haben sie ihn also wohl reingeschliffen. Will ich was behaupten? Auf geht's. Bevor ihr mir Schaden zufügt, füge ich euch Schaden zu. Ich weiß, dass ihr nicht lieb seid. Oh, kaputt gegangen. Ich will nicht sagen, dass das Spaß macht, aber... So ein bisschen Befriedigung, wenn du diese Ratten da weghaust. Dir die Auswahl von Gift gerade bestellt, die bist sauber und stirbt Blut und neutralisiert Gift. Okay, dann weiß ich Bescheid. Werkzeuggürtel plus 2. Kann ich mehr sammeln, weil ich den Gürtel erweitert habe. Huch. Darauf ist wahrscheinlich auch gedacht zum Backlog, ne? Oh lol. Drücke Tab. Achso, weil ich hier das Wein habe, ne? Endlos Wein. Oh nein, 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 das ist doch nicht. Wie dumm ist die? Tab drücken. Ach, das... Alter, sind wir hier in Tomb Raider? Tomb Raider? Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist ja immer so knapp, weil sie ja keinen Fallschaden ab kann, die Gute. Gut, dass wir das Problem behoben haben.
haben. Jetzt kann ich zumindest dadurch, dass ich ja die Ressourcen gerade massiv erhöht habe mit den Gürteln. Müsste ich eigentlich sehr, sehr viel aufnehmen können und kann also wieder looten wie so ein Irrer. Bum, 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 bum. Hey, ja, Mama. So, hätten wir auch. Was? Das ist der Busen. Busen. Halb zerrissen. Ich hätte doch gelacht, wenn da noch einen Simulator für gäbe, ohne Mist. Also das ist Fackel, you know what I mean? Gibt's ja manchen Spielen. Alter. Nicht schlecht gemacht, kann man nicht meckern. Also war... Faktisch, taktisch. Finde ich's gut. Faktisch. Darauf, wo du Sex hast, das ist ein Faktisch. Dünnes Eis. Ganz ein dünnes Eis. Ja, so ein Jump'n'Run. Ich habe eigentlich wirklich auf so ein Survival-Spiel irgendwie gehofft. So ein bisschen Überlebe. Ich könnte auch mal Pause machen zwischendurch. Ich bin dumm, oder? Ich glaube, ich bin gerade massivst. Ich bin gerade auf mehreren Ebenen. Ja. Ich bin gerade auf mehreren Ebenen, glaube ich, nicht im Leben angekommen. Und nochmal das Ganze, entschuldigt. Auch wenn es wahrscheinlich so schnell... Der Zuschauer muss es wahrscheinlich so auch von der Bewegung her so ultra schnell sein. Es ist auch ein Fast-Pacing-Game. Fast. Fast. Okay, will ich keinen Kick immer so rein. Wo, 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 wo. So, was sagt ihr hier jetzt? Ich muss ja irgendwie hoch hier. Ja, ja, guck mal, da oben muss ich ran. Besser. I understand. Jetzt kann ich das auch. Das habe ich mir den Weg vorbereitet. Dass ich jederzeit da wieder hochkommen kann, wenn da immer was ist. Komm raus. Wo seid ihr? Ich schmeiß eine Flasche. Aber macht es überhaupt Sinn, mir so Mühe zu geben, um diese verdammte Büsche von Zitronenverbene zu entfernen? Ich möchte schon gerne mein Grundstück unkrautfrei behalten, aber ihr Duft hält die verfluchten Hunde fern, nach dem Motto: der Feind meines Feindes. Hat sie recht. Hat sie recht. Gesucht ist vielleicht aus Geburt Hanikas, ja. I will Smith. Flasche ist weg aus der Hand. Flasche ist in der Hand. Ja, richtig. Ich brauche ein Messer. Kann ich es herstellen? Ich habe doch eins. Verstecken aufgucken. Dadurch, dass ich jetzt wieder ewig looten kann, nehme ich auch alles mit. Eule.
Herbarium. Lavendel, Ringelblume. Mhm. Beinwell. Old books written in foreign languages. I don't understand Jack. Uralte Abgötter. Als ich den Boden begraben habe, um neue Büsche zu pflanzen, habe ich noch eins von dieser Eulenwiegelchen gefunden. Woher habe ich zu dem Einsiedler im Dickicht der Steineiche lebt gebracht? Dem Einsiedler, der im Dickicht der Steineiche lebt. Also irgendein dicker Baum. Er hat sich wie immer gefreut wie ein Kind. Er wollte mir unbedingt was dafür geben, aber ich habe ihm wieder gesagt, dass es mir reicht, dass er sein Wissen mit mir teilt. Er hat mir erklärt, dass die Insulaner in der Vergangenheit ihre Toten in Gräben oder in Höhlen zusammen mit einem Schlüssel voller Münzen mit einer Schüssel voller Münzen und diese Figürchen begraben haben. Die Münzen waren für Charon gemeint, um die Fahrt zum Hades zu zahlen. Nichts Neues. Aber die kleinen Statuen stellen das Tier dar, das die Seele bei der letzten Reise in Dunkelheit führen musste. Wunderlich, dass diese Heimstation fast über 2000 Jahre überlebt hat. Ja. So, trinken. Mahlzeit. Danke, Prost. Hier ist was los. Ich sag's euch, hier ist was los. Hallo? Ist eine Leiter? Kann man machen? Jetzt. Ich denke, das Spiel ist sehr fix durch, wenn ich einfach nur fliegen muss, ne? Umgefahren, Morde. Heute war ich beim Olivenhain, um den Anhänger bei, was? Um den Anfänger beizubringen, wie man die Bäume auslicht. Auf meinen Arm. Solange sie mich in Ruhe auf mein Grundstück leben lassen, habe ich kein Problem damit, mein Wissen mit denen zu teilen. Auf alle Fälle war ich dort und habe zufällig Sonja getroffen. Sie sah anders aus. Ihr Lächeln war irgendwie trauriger. Es hat eine Weile gebraucht, am Ende hat sie es aber geschafft, mir schüchtern zu erzählen, dass sie ihr bei einem Ausländer in den letzten zwei Monaten heimlich geholfen hat und dass sie sich in ihn verliebt hat. Das ist aber ein Verstoß gegen die Gemeindegesetz und ihr Ex-Freund fängt an, misstrauisch zu werden. Sie ist ganz rot geworden, als ich gesagt habe, dass sie mich aufzählen kann, auf mich zählen kann. Ist von der anderen Seite verschlossen? Hm. So. Hä? Wie gesagt, du boxst eine weg, die andere spawnt. Geh weg, du Ratte. Hm. Okay, das Moos, ich würde sagen, so voll, das ist hervorragend animiert. Oh, du. Fotzenarsch, du. Speichert. Hat er aber immer schon Angst, was hier passiert? Trinke. So, erstmal. Ist ein toller Finker, finde ich gut. Ist hübsch hier. Könnte ich mir. Würde ich mal eine Woche nehmen hier? Oder lass einen Hund wieder? Ich brauche einen Schlüssel. Ja gut, den finden wir dann wahrscheinlich erst hier irgendwo. Und irgendwo geht's hoch. Wahrscheinlich geht's hier hoch, damit wir da hinten hoch können, oder? Nee, nicht ganz. Aber der Griff. Und die Ratte. Wait a minute. Ich meine, das ist schon wieder. Ich muss von irgendwo springen, das Ding da. Muss ich aber bestenfalls auch runterschubsen, glaube ich mal. So als erstes. Okay, jetzt kommt Mathe, Mann. Was tue ich falsch? Die Flasche leere. Die greift nicht danach, gut. Ja. Muss doch hier unten durchgehen, oder nicht?
hier schon die Lösung, dass ich da durchgehe und dann bin ich oben. Sie geht aber nicht. Hi, Hund. Okay. Wir atmen nochmal durch. Von einer Seite gesperrt. Ja, alles klar. So, da is it going down. Yeah. There it is. Oh my gosh. Entschuldigung, dass ich so müde bin, aber ich stelle euch mal mit an. Ich will sie bestimmt wieder irgendwo was. Wie immer. Abhaken, nein. Da ist das Nein. Lol. Das war der Trick. Und jetzt geht's auch so. Leck mir die Füße. Huch. Die Sau hätten wir, der gerade mal noch in die Richtung da hinten. Das war richtig, was ich gedacht habe. Wir machen mal Pause, die Folge geht schon wieder so ewig lang. Wir sehen uns dann gleich wieder, also am Morgen und dann im Garten oder so.